Servus Leute, da bin ich wieder. Heute wieder ein Messer, das ich euch vorstellen will. Und zwar das Buck 110. Wohl eins der Klassiker, würde ich sagen. Und eins der meist nachgebaute Messer der Welt, würde ich sogar sagen. Ja, und falls ihr da Bock drauf habt auf das Teil, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Wie gesagt, es geht um das Buck 110. Ein solides Arbeitsmesser, würde ich sagen. Ein amerikanisches Urgestein. Ein richtiger Klassiker. Und ich weiß nicht, wie viele Messerfirmen, Fabriken etc. dass dieses Messer hier schon nachgebaut habe ich oder dieses Messerdesign verwendet habe. Also ich denke, jeder hat das Messer schon mal gesehen in der Form. Jetzt nicht unbedingt vom Buck, aber da gibt es ja zig Nachbaute und nachempfundene Messer, sage ich jetzt mal. Ja, das hier ist einfach ein richtiger Klassiker, würde ich mal behaupten. Einfach so ein richtiger grundsolider Ami, wie ihn jeder Yankee in der Tasche haben sollte, ne? So in der Richtung. Das Messer hat mir mal wieder der Andreas, der alias der Pfälzer Wandersmann, ausgeliehen. Ich mache euch einen Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung. Er hat eine tolle Messersammlung und viel Spyderco und ja, der steht auf Amis, also auf Ami-Messer. Und ja, ich zeige euch das Messer im Tabletop, dann seht ihr es ein bisschen besser. Und da gibt es noch ein paar Daten dazu, also gehen wir mal runter. Also, das Buck kommt in dieser schlichten, aber wunderschönen und vor allem richtig gut verarbeitete Lederscheide hier. Die könnt ihr wirklich schön am Gürtel tragen. Und ich hatte es jetzt auch am Wochenende beim Zelte, hatte ich das hier dabei in der Lederscheide, habe ein bisschen mit dem Messer gearbeitet und so weiter. Also die ist wirklich, wenn ihr sie am Gürtel tragt, wirklich richtig angenehm. Richtig festes Material. Einfach grundsolide. Genauso wie das Messer übrigens. Dann hier haben wir es, das Buck 110. Zuerst ich mal dazu zu sagen, Paragraph 42a konform. Einfach aufgrund hier haben wir den Nagel. Ach, jetzt fällt mir wieder das Wort nicht ein. Auf jeden Fall hier die Nagelkerbe, sage ich jetzt mal. Ist also ein Zweihänder zum Öffnen. Verriegelt aber schön hier mit dem Backlock. Und somit könnt ihr richtig schön, richtig gut mit arbeiten hier, wenn es verriegelt ist. Und deswegen macht es das für mich zu einem tollen EDC-Messer. Dann, wie gesagt, die Form hat ja bestimmt schon jeder mal gesehen. Hier diese Hechtklinge, da sind ja viele Messer nachempfunden. Und das ist halt wirklich so der Ursprung hier des Buck. Dann ein paar Infos hat mir der Andreas dazu gegeben, die ich jetzt selbst nicht wusste. Und zwar dieses Modell, das ist jetzt hier Neusilber. Ich meine, das war sonst immer Messing, wenn ich richtig weiß hier. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall macht es hier, ich habe es auch schon in anderen Versionen gesehen, oder zumindest jetzt nicht das Buck direkt, aber halt viele Nachbaute gesehen hier mit dem Messing hier. Sieht auch schön aus, aber ich finde es hier wirklich den Kontrast einfach besser hier von den schwarzen G10-Griffschale zu dem Neusilber hier. Macht einfach einen richtig geilen Kontrast. Und das harmoniert auch hier richtig geil mit der Klinge und so. Ja, ich weiß, viele mögen diese klassische Messer nicht. Ich finde sie einfach Hammer. Ich finde beides geil. Ich finde moderne Messer geil. Ich find klassische Messer geil. Es gibt hässliche Klassiker, es gibt geile Klassiker und genauso ist es auch mit dem modernen Messer. Das hier ist einfach, finde ich, ein Klassiker schlechthin und deswegen einfach mega das Teil. Zum Stahl ist ein S30V Stahl. Ich meine, das ist dasselbe wie bei meinem Leatherman. Ja, lässt sich noch gut schärfen, aber schön schnitthaltig und ja, geht so. Ja, reißt jetzt schon ein bisschen. Wie gesagt, ich habe am Wochenende habe ich es beim Camping dabei gehabt. Und könnte ich jetzt auch mal wieder schärfen.
Aber die Dinger müssen ja nicht immer rasiermesserscharf sein. Ist ja Quatsch eigentlich. Ansonsten hier Klingenspiel, ja, ein bisschen. Hier ist ein bisschen Klingenspiel. Sitzt jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt in der Mitte, aber schon einigermaßen. Allerdings, wenn ihr es aufgeklappt habt, ja, minimal Klingenspiel. Ich denke, wenn wir hier ein bisschen auf die Pins hier drauf klopfen würde mal, dann wird sich das auch wieder geben. Das ist halt alles hier ein Metallklotz im Prinzip, wo das verbaut ist. Das ist recht simpel gemacht, sage ich mal. Aber trotzdem halt wirklich einfach für die Ewigkeit gemacht, sage ich mal. Einfach grundsolide, genau, habe ich vorher schon mal benutzt, das Wort, glaube ich. Ja, und ansonsten, das ist jetzt kein mega Verarbeitungswunder, sage ich jetzt mal, das Messer. Also man sieht ja schon ganz minimal Spaltmaßen so, wenn ihr das jetzt überhaupt seht. Aber das ist, ja, ich finde, es hat einfach sein eigenes Charme, sage ich jetzt mal. Das ist halt, also ich finde, das ist ein Arbeitsmesser, aber dafür halt wirklich ein verdammt schönes Arbeitsmesser. So, dann schauen wir mal, was es wiegt. Ist schon, ja, das dürfte schon ein bisschen was haben. Ja, 217 Gramm, das ist schon ordentlich. Da habt ihr schon was in der Hand zum Arbeiten. Aber, mein Gott, das geht ja eigentlich. Gibt schon leichtere, so ist es nicht. Die Lederscheide, falls es noch jemand interessiert, 55 Gramm. Standard für eine gute Lederscheide. So, die Maße. Im geschlossenen Zustand haben wir ca. 12 cm. Geöffnet sind es dann schon, ja, fast 22 cm. Und die Klinge, ja, 10 cm ungefähr. Bisschen weniger. Ja, doch, knapp 10 cm. Also wirklich zum Arbeiten echt klasse, das Teil. EDC-Messer, ja, vielleicht gerade noch so. Gerade noch so vielleicht. Wie gesagt, ich durfte es jetzt eine Weile testen. Hab's jetzt ein paar Tage am Mann gehabt. Vor allem jetzt, wo wir nochmal Zelte waren. Am Wochenende. Wochenende, vorgestern? Keine Ahnung. Habe ich so ziemlich für alles hergenommen. Also ich habe schon drauf ein bisschen Acht gegeben, sage ich jetzt mal. Aber ein bisschen mit geschnitzt, ein paar Zellschnüre geschnitten, so Sache. Natürlich damit gegessen, gegrillt, Fleisch geschnitten, Gemüse geschnitten, so die alltägliche Sache, das habe ich aber auch schon vorher gemacht. Naja, und ich muss wirklich sagen, es ist einfach, wie sagen wir das? Das Messer soll jetzt nicht herablassend sein, das Messer ist jetzt nichts Besonderes. Da gibt es bestimmt edlere Teile, was weiß ich, schönere Messer, bessere Messer wahrscheinlich auch, ja. Aber ich meine es jetzt nicht negativ mit nichts Besonderes, das ist nichts Herausstechendes. Das ist, ach Gott, wie soll ich das sagen, grundsolide, sage ich jetzt schon wieder. Nee, das Messer ist einfach, das Messer ist was Besonderes, weil es nichts Besonderes ist, auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Das ist einfach, da macht ihr euch keine Sorge, wenn ein Kratzer reinkommt oder was weiß ich. Was ist ein, ich finde, es ist ein richtiges Arbeitstier, aber ein schönes Arbeitstier. Ich finde, es hat einfach seinen ganz eigenen Charme. Ja, ich finde es einfach geil. Einfach so ein richtig geiler Ami ist das einfach für mich. Ja, gefällt mir das Teil. Das wird mir richtig gefallen. Ich denke, in der Richtung werde ich mir auf jeden Fall was zulegen. Weil das hat mich schon ein bisschen angefixt, das Messer, muss ich sagen. Ja, wollte ich euch mal zeigen auf jeden Fall. Geht jetzt auch am Wochenende wieder zurück mit dem Andreas seine Spyderco. Wie gesagt, seinen Kanal verlinke ich euch oder ich schreibe mal einen Link in die Videobeschreibung rein hier. Müsst ihr euch mal anschauen, wirklich tolle Messer. Ja, tut mir leid, dass schon wieder ein Indoor-Video ist, ein Kurpfalz-Indoor-Video. Aber Wetter ist scheiße zur Zeit und Zeit habe ich auch nicht wirklich viel. Ja, schauen wir mal, wann es wieder rausgeht. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das mal zeigen. Gefällt mir nämlich richtig gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch natürlich.
Falls ihr noch kein Abo habt, lasst mal gerne ein Abo da, würde ich mich natürlich noch mehr freuen. Falls ja, ganz wichtig, die Glocke drücke, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wird von mir. Ihr verpasst somit halt nichts mehr. Und schreibt mir auch gerne mal einen Kommentar, was ihr von dem Messer hier haltet. Vielleicht habt ihr ja sogar eins, ich weiß es nicht. Oder was ihr so mit euch rumschleift als EDC-Messer. Ja, ansonsten, danke Andreas. Übermorgen kriegst du wieder dein Messer. Ich habe meinen Spaß mit gehabt. Und an der Rest, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und bis dort nur. Ciao.